Ja, moin und herzlich willkommen. Ich bin Christian und ihr erhaltet heute von mir eine kleine Einführung in Audacity. Vielleicht habt ihr auch schon ein bisschen Erfahrung mit Audacity gesammelt. Ich wollte euch jetzt hier so ein bisschen vielleicht auch mal einsammeln und mal schauen, ob ich euch das ein oder andere Neue zeige im Umgang mit Audacity. Und hierzu wollte ich euch einmal mitnehmen, wie ich für meine Kinder ein kleines Hörspiel aufzeichnen. Wenn du jetzt hier Audacity auf deinem PC installiert hast, dann sollte es so entsprechend aussehen und ich möchte dich einmal so kurz durch die wichtigsten Sachen führen, die geklärt sein sollten, bevor du anfangen kannst, dein Hörspiel oder dein Hörbuchprojekt anzugehen. Wenn du zunächst einmal das Ganze Audacity geöffnet hast, würde ich dir als allerersten Schritt empfehlen, zunächst einmal dein Projekt unter deinem entsprechenden Projektnamen zu speichern. Wir werden heute das Buch Neinhorn von Marc-Uwe Kling einsprechen und dementsprechend habe ich jetzt das Projekt Neinhorn benannt. Diese Projektdatei ist noch keine Audiodatei, also noch keine MP3. Wenn du dann am Ende mit deinem Projekt fertig bist und Freunden diese MP3 schicken möchtest oder die MP3 auf deine Tonibox hochladen möchtest, dann musst du die Datei am Ende exportieren. Hier hast du dann auch noch die Wahl, welches Dateiformat du gerne möchtest. Das machst du dann aber erst am Ende. Du siehst, wenn du Audacity öffnest, direkt schon mal eine Tonspur. Auf diese Tonspur kannst du entsprechend Audiodateien draufwerfen, die werden dann hier dargestellt, oder aber du kannst dir direkt in Audacity Sachen einsprechen. Bevor du allerdings mit dem Einsprechen beginnst, ist noch zu klären, welches Mikrofon angesteuert werden soll. Verwendest du beispielsweise einfach nur das Mikrofon deines Laptops, dann brauchst du hier nichts verändern. Willst du allerdings, wie ich jetzt hier, ein externes Mikrofon verwenden, das du per USB ja beispielsweise angeschlossen hast, dann müsstest du das nochmal gesondert ansteuern oder auswählen. So, was gibt es dann noch zu klären? Du solltest, bevor du deine Aufnahme beginnst, solltest du deine Aufnahmelautstärke entsprechend einstellen. Wie soll das Ganze entsprechend aussehen? Wenn du hier auf Aufnahme drückst und bei deiner Aufnahme siehst du hier oben, wie das Ganze entsprechend pegelt. Wenn das jetzt in etwa die Aufnahmelautstärke ist, mit der du dann auch dein Hörbuch einsprechen willst, dann passt das so genau. Wirst du allerdings ein bisschen zu laut, dann kann es sein, dass du hier übersteuerst. Das siehst du auch hier unten in der Spur, dass die Ausschläge dann doch sehr groß werden. Ist das der Fall, solltest du die Aufnahmelautstärke runterregeln. Nach diesem kleinen ersten Test kannst du dann im Grunde auch schon loslegen. Das Ganze, dieses Test jetzt hier, kannst du dann löschen. Ich markiere es, Steuerung A wird alles markiert. Drücke auf Entfernen und das Zeug ist gelöscht. Legen wir also jetzt direkt los mit dem Vorlesen. Marc-Uwe Kling, das Neinhorn. Eines Tages brach da aus einem Ei ein Einhorn heraus. Quatsch, nicht aus einem Ei. Es war ja keine Maus, beziehungsweise kein Huhn. Ja nun, es heißt ja auch nicht Eihorn oder wie oder was. Ein Ei als Horn? Na, das wäre ein Spaß. Das weiß doch jeder. Ein Einhorn schlüpft. Es kommt Horn voran aus der Mami gehüpft. Für die Mamis ist das schon schön, aber auch schwierig, weil, naja, am besten wir gehen nicht zu sehr ins Detail. Jedenfalls hatte das kleine Einhorn eine hübsche Gestalt und alle fanden, es passe sehr gut in den Wald. Seine Mähne war bauschig, sein Fell super flauschig, sein Kopf, sein Schwanz, sein Horn, seine Füß, alles an ihm war schniggeli schnuggeli süß. Dann beenden wir einmal das Aufnehmen und hören uns das Ganze einmal kurz an. Marc-Uwe Kling,
das Neinhorn. Eines Tages brach da aus einem Ei ein Einhorn heraus. Quatsch, nicht aus einem Ei. Es war ja keine Maus, beziehungsweise kein Huhn. Nun, es heißt ja auch nicht Eihorn oder wie oder was. Ein Ei als Horn? Na, das wäre ein Spaß. Das weiß doch jeder. Ein Einhorn schlüpft. Es kommt. Gut. Ich glaube, die Aufnahme ist so ganz, ganz in Ordnung. Ich habe das jetzt hier bei mir am Schreibtisch aufgenommen. Das bedeutet, es kann sein, dass das Ganze ein bisschen hallig klingt. Wenn du mit deiner Aufnahme an der Stelle nicht zufrieden bist, dann gilt es entweder bei der Aufnahmelautstärke nochmal ein bisschen zu regeln. Gegebenenfalls solltest du auf jeden Fall näher an das Mikrofon rangehen. Ich glaube, das war jetzt bei mir nicht der Fall. Und dann sollte es auch etwas weniger hallen. Machen wir jetzt aber hier an der Stelle einmal weiter und wollen einmal die Tonspur für sich ein kleines bisschen verbessern. Dazu wollen wir zunächst einmal das Rauschen in der Spur vermindern. Ich markiere hierzu zunächst einmal einen Teil der Tonspur, wo ich sehe, dass ich hier nicht gesprochen habe. Gehe anschließend auf Effekt und auf Rauschverminderung. Nun, nachdem ich dieses eine Areal markiert habe, in dem nicht gesprochen wird, kann ich auf Rauschprofil ermitteln klicken. Jetzt wird sozusagen das Hintergrundgeräusch, was immer irgendwo von dem Mikrofon noch mit aufgenommen wird, das kann beispielsweise von deinem Laptop der Lüfter sein. Da wird dieses Rauschprofil wird ermittelt und anschließend kann ich dann noch einmal genau die gleiche Anwendung drüber laufen lassen. Das dauert dann wenige Sekunden und nachdem das Rauschprofil ermittelt wurde, rechnet dann Audacity dir dieses Rauschen dann heraus. Hören wir uns das einmal an. Eines Tages brach da aus einem Ei ein Einhorn heraus. Quatsch, nicht aus einem Ei. Es war ja keine Maus. Ja, ich finde, man hört das schon, dass sich das besser anhört. Und das ist auf jeden Fall eines der Dinge, die zu meinem Workflow immer dazugehören. Was ich dann auch immer sehr gerne mache, ist, jetzt hier hat er zwischen der eigentlichen Aufnahme und dem Beginn sind ja durchaus 3 Sekunden vergangen. Ich finde, so 1,5 Sekunden Vorlauf kann man dem Ganzen durchaus geben. Wenn ich jetzt allerdings die Situation habe, dass ich direkt angefangen habe zu sprechen, dann und trotzdem 1,5 Sekunden Vorlauf möchte, kann ich hier über Erzeugen eine Stille erzeugen. Jetzt hier beispielsweise 1/2 Sekunde oder 1,5 Sekunden. Wenn ich das jetzt hier erzeuge, dann sehe ich direkt, ah ja, okay, 1,5 Sekunden Stille wurden erzeugt. Dann ist es manchmal so, wenn wir anfangen zu sprechen, Marc-Uwe Kling, dann starten wir ein bisschen zu spontan oder zu laut. Angenehmer klingt das Ganze, wenn ich die Stimme einblenden lasse. Dann klingt das nicht so abrupt. Marc-Uwe Kling. Genau. Das Gleiche kann ich auch am Ende meiner Tonspur machen. Das Ganze kann ich dann auch am Ende meiner Tonspur machen und mache das Ganze dann mit einem Ausblenden. Und dann hört sich das Ganze so schnuggeli süß. Dann wird das Ganze einfach gegen Ende immer leiser. Gut. Der nächste Schritt wäre dann zu sagen, ich möchte hier unten drunter noch etwas Musik legen. Und dazu nehme ich euch einmal mit auf Audio und auf YouTube. Bis gleich. Jetzt haben wir unser Hörspiel aufgenommen oder zumindest in Teilen aufgenommen und jetzt suchen wir natürlich noch nach passender Musik, die wir drunter legen können, vielleicht aber auch ein paar Jingles. Und jetzt ist natürlich die Frage, möchtest du die
Musik einfach nur privat nutzen, für deine Kinder beispielsweise, dass du für deine Kinder einen Hörspiel erstellst, um das dann auf die Tonibox draufzuladen, dann kann ich dir hier die Seite Audio empfehlen. Kannst hier in der Audiothek nach kostenloser Musik suchen und hier beispielsweise, ich glaube, für unser Projekt wäre das Stichwort Märchen ganz, ganz spannend. Und dann findest du einfach entsprechende Musik, die gegebenenfalls dazu passt. Wenn du allerdings sagst, naja, ich möchte gegebenenfalls die Musik auch kommerziell nutzen oder aber auch auf YouTube hochladen, und das ist jetzt hier für mein Projekt der Fall, dann kann ich dir empfehlen, beispielsweise die Audiomediathek von YouTube zu benutzen. Auch hier findest du relativ viel Musik, kostenlose Musik, die du dann einmal privat nutzen kannst, aber auch für deinen YouTube-Kanal. Und hier suchen wir mal nach Märchen. Funktionieren sollten ja allerdings englische Keywords weitaus besser. Natürlich sind hier so Sachen wie Genre oder Stimmung auf Deutsch. Allerdings gerade für die Keyword-Suche würde ich empfehlen, das Ganze dann auf Englisch zu suchen. Und dann suche ich mir jetzt hier etwas, ja, hier beispielsweise ein Toy-Piano. Nein, das klingt nicht so gut. Fairy Meeting. So, wenn du dich dann letztendlich dafür entschieden hast, welche Musik du gerne benutzen möchtest, kannst du die Audiodatei einfach auf dein Audacity-Projekt draufwerfen. Audacity sollte dann direkt eine weitere Tonspur erzeugen. Du kannst auch gerne zwischenzeitlich einmal das Projekt zwischenspeichern. Hast ja auch schon ein bisschen Arbeit hineingesteckt. Und im ersten Moment solltest du jetzt hier erkennen, die Audiospur meiner Musik ist wahrscheinlich noch relativ laut. Was? Genau. Man hört also eigentlich gar nicht, was hier gesprochen wird. Persönlich finde ich dazu das Hüllkurvenwerkzeug eigentlich das beste und das einfachste Werkzeug, was man an dieser Stelle erstmal benutzen kann. Du kannst nämlich, indem du das Hüllkurvenwerkzeug verwendest, kannst du, wie du siehst, die Tonspur hier verkleinern. Das mache ich jetzt mal. Und wenn wir uns das jetzt anhören, dann sollte ich jetzt mittlerweile zu hören sein. Brach da aus einem Ei ein Einhorn heraus. Quatsch, nicht aus einem Ei. Es war ja keine Maus. Ja, ich persönlich finde es nach wie vor ein bisschen zu laut. Ups. Das wollte ich nicht. Ich finde es nach wie vor zu laut. Deswegen werde ich es jetzt hier noch ein kleines bisschen verringern. So. Was du jetzt machen kannst, ebenso wie du es zuvor bei der Audiospur hier oben gemacht hast, ist es ja wahrscheinlich ganz nett, wenn, bevor das Hörspiel eigentlich beginnt, wenn wir zunächst einmal etwas Musik hören. Das haben wir jetzt auch. Jetzt haben wir allerdings das Problem oder die Situation, dass die Musik einfach direkt eingeblendet wird, um auch hier das ein bisschen smoother zu gestalten, markiere ich den Anfang der Spur und wähle unter den Effekten einblenden, und dann beginnt das Ganze weitaus entspannter. Marc-Uwe Kling, das Neinhorn. Eines Tages. Klingt doch schon so richtig nach einem Märchen. Dann hören wir uns mal an, wie das Ganze am Ende klingt. Hierzu sehe ich jetzt auch schon, will jetzt nicht die ganze Tonspur hier am Ende verwenden, deswegen kann ich hier das schon mal löschen. Und auch hier diesen Bereich möchte ich jetzt nicht am Ende abrupt enden lassen, sondern will ihn dann hier ausblenden. Allerdings
finde ich es schön, wenn die Musik am Ende noch mal ein kleines bisschen, ne? Wenn die Musik am Ende ein kleines bisschen lauter wird, dazu klicke ich einmal hier in die Tonspur noch einmal rein. Da wird ein weiterer Punkt erzeugt. Du siehst, ich kann jetzt also die Hüllkurve hier variieren, abändern. Ich könnte auch hier beispielsweise sagen, gut, ich möchte sie hier an der Stelle noch kleiner haben, sodass die Musik jetzt hier am Ende langsam und stetig zunächst lauter wird, wenn die eigentliche Geschichte zu Ende ist. Hören wir uns das einmal an, wie das hier klingt. Alles an ihm war schniggeli schnuggeli süß. Super, also wir haben jetzt gehört, die Musik wurde am Ende entsprechend lauter, das finde ich gut. Ich möchte aber nicht, dass sie am Ende direkt so abgewürgt wird, deswegen werde ich hier den Effekt Ausblenden anwenden und dann sollte das relativ rund klingen. Horn seine Füße, alles an ihm war schniggeli schnuggeli süß. Genau. Und so endet das Ganze dann weitaus eleganter. Wir haben jetzt also unser Projekt so abgeschlossen. Bin eigentlich mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Und natürlich kann man jetzt auf die Art und Weise noch weitere Effekte drunter legen. Mir war es jetzt nur einmal wichtig zu zeigen, wie kann ich grundsätzlich Musik unter meine Tonspur drunter legen. Wie kann ich die schön entsprechend vermischen, dass das Ganze ein rundes Ergebnis wird. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Wenn wir jetzt also mit unserem Projekt am Ende sind, fehlt natürlich immer noch der letzte Schritt. Natürlich wollen wir das Ganze zunächst einmal speichern, aber natürlich wollen wir das Ganze auch exportieren. Und hier wähle ich dann MP3. Kannst natürlich auch gerne WAV wählen. Und dann speichere ich das Ganze ab. So, das Ganze wird dann entsprechend konvertiert und fertig ist die Laube. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und bis zum nächsten Mal.